Die Inflationserwartung ist in Deutschland so hoch wie nie zuvor. Wir versuchen mal zu erklären, wo das Problem einer hohen Inflationsrate eigentlich liegt. Warum ist eine hohe Inflation so kritisch? Die Inflationserwartungen der Bürger in Deutschland sind im Moment so hoch wie noch nie zuvor, seitdem es diese Statistik gibt, seit vielen Jahrzehnten. Das ist eine ganz extreme Situation und das kann man auch so in vielen anderen Ländern der Welt beobachten. Volkswirte, Notenbanken, Regierungen passen andauernd ihre Inflationsprognosen für das laufende, für das nächste Jahr an. So eine sehr unschöne Gemengelage. Und viele fragen sich jetzt vielleicht, ja, warum ist denn Inflation überhaupt ein Problem? Und da gibt es immer so drei vordergründige Aspekte, die genannt werden. Die sind auch nicht falsch, die werde ich gleich auch nochmal auflisten. Aber eigentlich muss man ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Ein vordergründiger Grund, der ist auch erstmal natürlich richtig, ist der, dass natürlich Ersparnisse entwertet werden, real, vollkommen klar. Dann hat man möglicherweise ein Margenproblem bei Unternehmen, weil Vorprodukte teurer werden und vielleicht nicht die Möglichkeit besteht, diese gestiegenen Preise bei den Vorprodukten auf die eigenen Endprodukte zu überwälzen. Also gehen die Margen zurück, auch nicht schön. Und dann sind vielleicht noch Konsumenten verunsichert. Das führt vielleicht auch zu einer temporär reduzierten Nachfrage. Die reale Kaufkraft geht sowieso nach unten. Und das alles in allem ist natürlich kein günstiges Umfeld. Aber jetzt kommt das große Aber. Wenn jedes Jahr beispielsweise die Inflationsrate immer planbar um 8% oder um 10% steigen würde, dann wäre das eigentlich kein Problem, weil sich alle Wirtschaftsakteure sehr rational darauf einstellen könnten. Dann wäre das Zinsniveau verlässlich viel höher. Die Lohnabschlüsse würden verlässlich jedes Jahr um 8, 10, 12% steigen. Alles hätte sich aufeinander abgestellt. Gewinne, Margen, Umsätze, alles würde in einer ähnlichen Dimension wachsen wie die Inflationsrate, die ja quasi planbar sich auf diesem Pfad bewegt. Und dann gäbe es eigentlich gar keine großen Verwerfungen. Das eigentliche Problem ist, dass die Inflation besonders volatil wird, wenn sie besonders hoch ist. Das heißt, solange sie sich nur bei 1 oder 2% bewegt, bleibt sie auch bei 1 oder 2%. Wenn sie sich aber Richtung 8% bewegt, dann haben wir auch mal ganz schnell wieder 5% und dann wieder 10% und dann wieder 5%. Und das macht eine rationale Erwartungsbildung quasi unmöglich für Wirtschaftsteilnehmer. Wozu führt das? Das führt dazu, dass Konsumenten sich dauerhaft zurückhalten. Das führt auch dazu, dass zum Beispiel Unternehmen nur noch Investitionsprojekte eingehen, die eine sehr kurze Amortisationsdauer haben, weil dort auf die kurze Sicht die Planbarkeit etwas höher ist. Und das führt tendenziell zu weniger Wirtschaftswachstum, weniger Wohlfahrt. Also das Problem ist eigentlich nicht so sehr die Höhe der Inflationsrate. Wenn die dauerhaft konstant das gleiche Niveau hätte, könnte man damit arbeiten. Das Problem ist eigentlich die hohe Volatilität hoher Inflationsraten. Die machen das Leben so schwer. Und deswegen ist es eigentlich vollkommen richtig, dass Notenbanken massiv dagegen angehen. In Amerika findet das schon statt und die EZB wird im Juni damit beginnen und im dritten und vierten Quartal werden wir wahrscheinlich die nächsten Zinsschritte dann nochmal erleben.